Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Wir sind in den Drachenknochenödlanden. Wie ihr seht, ist da irgendeine alte Stadt, wo es also auch Drachenknochen hat. Und wir mussten auch schon gegen einen hohen Drachen kämpfen, den wir auch besiegt haben. Und wir sind auf dem Weg, die Mutter zu erschlagen. Genau. Und hier in diesem Gebiet ist es auch tatsächlich so, dass, ja, die Schergen der Mutter gegen die Jünger des Architekten kämpfen. Und der Architekt will ja eigentlich Folgendes tun. Er will von den dunklen Wächtern das Blut haben, um die... Das werden wir aber noch genauer erfahren, da bin ich mal sicher. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, ob das jetzt... wird gespeichert. Das heißt wieder nichts Gutes. Da hat es wieder Fleischbeutel. Das heißt, da können wir wieder irgendwelche Kristalle setzen. Dann gehen wir mal den Fleischbeutel holen. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt der Architekt. Ich glaube, jetzt wird sich das mit dem Architekten erklären. Hallo? Na, da ist da. Hallo, Architekt. Hallo, Jutta. Und so begegnen wir uns wieder. Ja. Nein, Jutta. Uther, so darf es nicht beginnen. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandantin. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Dann erklär's mir jetzt. Okay, dann erklärt euch jetzt. Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Die Art von Missverständnis, bei dem es am Ende Unmengen von Leichen gibt. Ja, das kenne ich. Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Mhm. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Ihr wolltet unsere Hilfe? Wobei? Die grauen Wächter, die zu mir gebracht wurden, waren bereits tot. Ich habe ihr Blut ebenso wie das eure nur genommen, weil ich keine andere Wahl hatte. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als ich es geplant hatte. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich anhört. Solltet ihr mich auch danach noch erschlagen wollen, könnt ihr es natürlich versuchen. Also dann erzähl mal. Also gut, ich werde euch anhören. Meine Art wird seit jeher dazu getrieben, nach den alten Göttern zu suchen. Mhm. Das ist einfach unsere Natur. Und wenn wir einen von ihnen finden, beginnt eine Verderbnis. Ja. Jedes Mal greifen wir eure Länder an der Oberfläche an und jedes Mal leistet ihr uns so lange Widerstand, bis wir vernichtet sind. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen meine Brüder von ihrem Zwang befreit werden. Und dafür brauche ich das Blut der grauen Wächter. Warum braucht ihr das Blut der Wächter? Ihr trinkt das Blut meiner Art, um zu dem zu werden, was ihr jetzt seid. Um euch zu verwandeln. Das stimmt. Und wir müssen uns auf die gleiche Weise verwandeln. Ich habe eine Variante eures Beitritts entwickelt, bei der wir das Blut der grauen Wächter verwenden. Ihr nehmt unsere Verderbtheit in euch auf und wir benötigen eure Widerstandsfähigkeit. Mhm. Auf diese Weise werden meine Brüder frei sein. Der Schlüssel, um dem Ruf der alten Götter widerstehen zu können, liegt in eurem Blut. Nun ja, es ist schließlich die Aufgabe der Wächter, die Verderbnis aufzuhalten. Und so könnten wir uns schon bald zur Ruhe setzen und über unsere ruhmreichen Zeiten plaudern. Okay. Okay. Tja, und wie verändert sich die dunkle Brut danach? Sobald sie frei sind, denken meine Brüder selbstständig. Sie sprechen und handeln, wie sie es für richtig halten. Leider wissen nicht alle, mit diesem Geschenk auch umzugehen. Ja, das haben wir gesehen. Sie sind fehlerhaft und lehnen sich gegen mich auf. Die Mutter schart sie um sich, um mich aufzuhalten, so wie sie auch euch aufzuhalten versucht. Allein kann ich die Mutter nicht besiegen. Und solange sie existiert, kann ich die dunkle Brut nicht befreien. Ihr und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. So etwas Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr dunkle Brut, die selbstständig denken kann. Ob dunkle Brut oder nicht, seine Argumente sind schlüssig.
Wollen wir uns denn wirklich bis in alle Ewigkeit gegenseitig umbringen? Helft mir, die Mutter auszulöschen. Sobald dies geschehen ist, werde ich von hier fortgehen, um meine Arbeit fortzusetzen. Was genau ist diese Mutter? Sie ist die unvollkommenste meiner Schöpfungen. Ah, ja. Die Freiheit hat sie in den Wahnsinn getrieben und sie hat die Gedanken der anderen vergiftet. Sie hat großen Einfluss auf diejenigen, die nicht befreit wurden, und schart sie als ihre Armee um sich. Ich strebe nicht nach Herrschaft über meine Brüder. Ich will sie einzig und allein von ihren Ketten befreien. Naja, aber sie hören dann ja das Lied nicht mehr, und das scheint ein offensichtlich großer Verlust zu sein. Wie wurdet ihr? Okay, und wie wurdet ihr befreit? Ich wurde geboren, wie ich jetzt bin, als Außenseiter meiner Art. Warum dies geschehen ist, weiß ich nicht. Warum werden einige von eurer Art zu grauen Wächtern? Warum verfügen andere über Magie? Ich kenne die Antworten nicht. Naja, vielleicht will ja der Rest der dunklen Brut überhaupt nicht frei sein. Und woher sollen sie das wissen, wenn ihnen das Recht auf eine eigene Entscheidung verweigert wird? Solange sie keine Wahl haben, liegt nur ein einziger Weg vor ihnen, und dieser führt zu einer Verderbnis. Ich glaube, dass es noch einen anderen Weg gibt. So, jetzt haben wir, ja, wir können natürlich sagen, dass das Blut der Wächter zu stehlen eine Abscheulichkeit ist, aber ich meine, wir machen es ja genauso. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir uns verbünden oder ob wir ihn erschlagen. Ich habe das ja schon einmal durchgespielt und da habe ich ihn erschlagen, und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich ihn jetzt mich mit ihm verbünde, einfach weil ich neugierig bin, was da passiert. Ich habe keine Ahnung und deswegen denke ich, dass ich das wählen werde, auch wenn Sigrun sicherlich stinkesauer sein wird. In Ordnung, ihr habt eine Verbündete gefunden. Soll mir recht sein, wenn wir damit spielen. Hauptsache, ihr neu entdeckter Verstand hält die dunkle Brut von Osama fern. Nein, nein, er ist ein Monster. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das tut. So, wollt ihr denn nicht verhindern, dass es jemals wieder eine Verderbnis gibt? Doch, das will ich, aber... Gut, ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Eigentlich nicht, Sigrun. Mir ist bewusst, wie schwer es euch fallen muss, mir dieses Vertrauen entgegenzubringen. Ich hoffe, ich kann mich dessen würdig erweisen. Bis zur Mutter ist es nicht mehr weit, Wächter. Aber ich kann sie nicht selbst angreifen. Ihre Kinder beschützen sie vor meiner Macht. Wenn ihr sie allerdings erreicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Ihr habt mein Wort. Okay, Sigrun ist nicht begeistert, Ogryn stimmt zu, denn Nathaniel ist es egal und Sigrun 10 minus, damit habe ich Sigrun, glaube ich, verloren. Egal, jetzt machen wir mal hier mit dem Fleischbeutel weiter. Ich bin einfach gespannt, verdamm ich aber auch, was da passiert. Da hinten ist noch ein Fleischbeutel, da ist noch einer. Da sind wieder die Aussparungen. Ich habe keine Ahnung, ob es klug war. Es ist die reine Neugierde. Es ist wirklich die reine Neugierde. So, okay, Fleischbeutel, Kristall. Und damit kriege ich hier irgendwie ein anderes Menü mit diesen Kristallen. Dann legen wir das mal in die Aussparung. Komm. Ich werde es tun. Ich glaube, wir haben noch 4. Dann müssten wir jetzt demnächst noch ein anderes. Komm her. Aussparung. Noch ein Kristall. Noch ein Kristall. Jetzt müsste sich hier was tun. Jawohl, genau. So, was haben wir denn da? Scheiterhaufen des Architekten. Als Mitstreiter kann der Architekt ein gewaltiges Inferno heraufbeschwören, das einem Zielbereich in Flammen aufgehen lässt. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Turm der Flammen. Jetzt, wo dieses alte Tevinter-Monument reaktiviert wurde, kann es ein einzelnes Ziel mit Feuer attackieren. Turm des Traumas. Dieses lange Zeit inaktive Tevinter-Artefakt kann sämtliche Kreaturen in einem bestimmten Gebiet betäuben. Ich glaube, dass wir das brauchen werden. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich bin auch gespannt, ob diese Entscheidung denn in Dragon Age Inquisition irgendwelche Auswirkungen hat. Und wenn, welche. Ich denke mal, dass diese Entscheidung, die werden wir natürlich in Dragon Age 2 importieren. So. Da kommen schon wieder Kinder. Es ist doch wirklich lästig. Gewand von Uchtmiel. Okay, so, dann gehen wir mal hier los.
und stellen uns mal mitten rein und machen einmal Hauch des Winters. Nein, Hand des Winters. Ich weiß, dass es die Hand des Winters ist. Aber ich finde, Hauch klingt besser. Es tut mir leid, finde ich wirklich. Oh, so, komm mal her. Dich legen wir ins Gefängnis, so. Bin ich betäubt? Nein, irgendwas ist betäubt hier. Oh, jetzt haben die mich schon wieder. Das habe ich nicht... Ich habe es nicht gesehen. Oh, Mann. Dann versuchen wir mal, ob wir die schlafen legen können. Ich glaube aber, dass die auf Schlaf nicht reagieren. Nicht so wirklich. Komm. Komm. Gefängnis. So. Und Eis. Oh Mann, die sind echt lästig. Upsa, was mache ich denn? Du wolltest nicht das Gruppeninventar aufrufen, sondern ich wollte hier den Blitz machen. Ja, komm, Blitz. So, dann haben wir die jetzt alle. Okay. So, da hinten steht mein Nathaniel. Mein Fernkämpfer, das ist auch gut so. Giftextrakt, das nehmen wir jetzt gar nicht mit. So. Alpha-Schlüpflinge. Ah, Seelenfresserbeschichtung. Okay, dann geht's jetzt weiter. Da drüben ist noch ein Fleischbeutel. Den da hinten haben wir geleert, genau. So. Und da kommt schon wieder so ein böser Oger. Komm mal her, dann versuchen wir es mal mit der Versteinerung. Und da kommen schon wieder diese blöden Viecher. Komm mal her. Lebenskraftentzug und so. Und jetzt komm. Eieieiei. Gereifter der Kinder. Also diese Gereiften sind irgendwie unangenehm. Muss ich doch jetzt mal ganz klar sagen. Komm mal her. Oh, yuppie. Und komm, Eis. Wie geht's denn meinen anderen? Mal gucken da hinten. Oh, ich glaube, ich muss da zur Hilfe eilen. Und mal eine Runde den Eiszauber machen. Komm her. So. Genau. Dann erstmal raus hier aus dem Chaos. Und wo ist jetzt dieser gepanzerte Oger? Genau. So. Dann komm auf. Eis, Eis. Lebenskraftentzug. Und dich legen wir jetzt ins Gefängnis. Dann mache ich mal eine Gruppenheilung. Das hat widerstanden. Das hat widerstanden. Das ist ja vielleicht ätzend hier. Dann komm her, Eis. Oh, die Gereiften sind unangenehm. So, nix wie weg hier. Aha. Okay, na wunderbar. Dankeschön, Ogrin. Oder wer immer es war. Komm, dann Steinfaust und nochmal Eis. So, damit haben wir euch. Wunderbar. Halt, da ist ja noch einer. Komm her. So, dann haben wir auch den Gereift. So, Fleischbeutel. Kristall her. Larve der Kinder. Gepanzerter, gereifter. Alles nur Giftextrakt und Zeug. Mehr gepanzerter Ogner. Dämonensekret brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Okay, da unten. Da hat es nochmal einen Fleischbeutel. So, wir speichern mal zwischen, weil es wird doch ein bisschen härter. So, da geht es nicht runter. Dann hier. Okay, da kommt mir schon wieder sowas entgegen. Oh Mann. Wie ihr meint. Seid bloß vorsichtig. Eisige Umarmung. So, komm her. So, und jetzt Hand des Winters. So, und komm. Und los geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, hey. Sigrun, hilf bitte mal. Ogren, bitte hilf mal. So. Ich bin bloß froh, dass wir jetzt noch ein bisschen... Oh nee, bitte nicht. Oh. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, mal einen Wundtrank. So, genau. Dann haben wir die auch. Das war jetzt allerdings knapp. Ja, Dämonengift braucht man nicht. Ah. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwas von dem Zeug noch brauchen, weil wir arbeiten ja sowieso nicht mit Gift und Gedöns. Jetzt muss ich allerdings mal gucken. Sigrun, hast du... Sigrun habe ich, glaube ich... Fallenbau, oder? Rassenfähigkeit, zwergische Resistenz. Komm mal her. Fallenbau. Weil vielleicht kann Sigrun dann mit dem...
mit dem Sprengstoff schmeißen, das weiß ich aber nicht sicher. Meint, ob die nochmal aufsteigt vorher? Nee, ganz sicher nicht. Sigrun ist verletzt. Kopfverletzung. Komm, dann nimm du bitte mal eine Verletzungsausrüstung. Ah, da liegen ja schon welche im Inventar. So, komm. Verletzungsausrüstung. Ogren. Ogren ist okay. Hm? Nathaniel ist okay. Ich bin okay. Und ich werde jetzt mal hier meine Dinge anschmeißen. Komm her. Was mache ich denn aber auch? Genau. Und das Elementarchaos. So, euch schmeiße ich jetzt an. Und dann gehen wir hier mal weiter. Wobei, ich finde, das ist wirklich sehr verwirrend. Ja, kommt mal her. So, und... Ah! Komm, steh auf. Steh auf, Martha, und... Komm her, Lebenskraft hinzu. Widerstanden. Aber ich glaube, du bist jetzt trotzdem schon tot. Auch wenn du widerstanden hast. So. So, da unten ist noch irgendwas. Da sind noch viele. Da ist unter anderem auch... So. Komm mal her. Du kriegst jetzt von mir den Mana-Stoß, mein Lieber. So, komm her. Lebenskraftentzug. Und jetzt kriegst du noch den... So, komm. So, ich brauche schon wieder... Mana. Komm her. So, und jetzt bist du dran. Aus dir mache ich Stein. Und dann hau ich dir einen Zweck um den... Ne, nehme ich nochmal hier so. Genau. Schlüpfling der Kinder, die finde ich nicht ganz so schlimm, aber die Gereiften finde ich übel. Komm her. So. Komm, 7. Oh, das werden ja immer mehr. So, komm, schlaf. Oh, du gehst mir auf die Nerven. Da hau ich dich jetzt mal hier so weg. So, und dann jetzt eine Runde Lebenskraftentzug und noch ein bisschen Eis. Komm her, komm. Komm, Eis. So, wunderbar. Dann sind wir wieder aufgestiegen. Sehr schön. Gereifter der Kinder. Wie gemeint. So, und es gibt Kohle, Kohle, Kohle. Der Ogren steigt auf. Dem gebe ich noch ein bisschen Konstitution. Keine Frage. Und motivieren. Passiv. So. Und dann bin ich dran. Auch mir gebe ich noch ein bisschen Konstitution. Und vielleicht noch eins auf die Willenskraft. Und dann lass mal gucken. Hier. Lebensenergie. Meisterhafte Klarheit. So, und jetzt brauchen wir irgendwas, am besten etwas, was passiv ist. Passive Fähigkeit wäre jetzt nicht schlecht. Aura der Macht. Ja, genau, Aura der Macht. So, ist passiv. So, und jetzt Nathaniel, mach bitte mal auf, mein Lieber. Unverzüglich. Jappa, komm, mach auf. Ist da noch ein Kristall drin? Streitkolben. Wir nehmen jetzt bloß den Kristall. Genau. So. Den Streitkolben brauchen wir nicht. Da drüben ist noch ein Fleischbeutel. Betrachtet und dann denke ich, dass wir alle Kristalle gefunden haben. Und dann legen wir die jetzt rein da. So. So. Sehr schön. Und da noch einen rein. Ich hoffe, ich habe genug. Betrachtet es als erledigt. Ja, sehr schön. So, dann haben wir jetzt noch das da unten bekommen. Dieses wiederentdeckte Tevinter-Relikt verfügt über die Macht, Verbündete zu heilen. Okay, das ist nicht schlecht. Ich meine, ich kann zwar heilen, so Elementarchaos, anhalten, Elementarbeherrschung. So, okay. Also, aber ich finde das echt verwirrend hier, wenn ich ehrlich bin. Lass das mal. Das macht mich irgendwie... Also, die Dings macht mich irre. Das Elementarchaos. So, warte mal. Genau, das Elementarchaos benutze ich wirklich bloß, glaube ich, wenn es gar nicht anders geht. Wir nehmen jetzt mal die Elementarbeherrschung. Okay, jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Wo sind wir? Wir sind hier. Und da geht's zum Nest. Da geht's zum Nest. Das heißt, wir werden jetzt gleich den Endkampf führen. Gegen die Mutter. Da geht's zum Nest. Machen wir mal zwischendrin einen Speicherpunkt. Genau, so. Weil nämlich, ja, der Kampf nicht schlecht wird. Okay, also dann rein da. Auf ins Nest. Mal gucken, ob wir das heute noch fertig spielen. Das Nest, Gebiet freigeschaltet. Da ist sie.
Da ist sie. Und ich denke, dass wir die Mutter das nächste Mal machen. Genau. Wir werden sie das nächste Mal machen. Nicht jetzt, weil das etwas länger dauern kann. Deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!